Hey ihr Boomer, wer sich immer noch weigert, TikTok installiert zu haben, der würde in spätestens 2 Monaten meinen heutigen Gast auf Instagram in den Reels sehen. Levent Geiger ist da. Schön, Hallo, dass du da bist. sehr schön, freue mich. Die erste Frage ist ja erstmal, wer ist Levent Geiger eigentlich? Und wir haben da was Kleines für dich vorbereitet, ein kleines Begrüßungsvideo. Nice. Levent Geiger, 19 Jahre alt und aufgewachsen in München. Gelebt hat er aber schon in São Paulo und Chicago. Mit den Backstreet Boys war er schon als Support auf Tour. Super wild. Seine Heimat? TikTok. So, jetzt. Wo er 6 Millionen Follower hat. Umgerechnet passen die alle auf 3 Fußballfelder. So plus minus. Bekannt wurde er hier durch Mashups. Squitchy, squitchy. Er spielt Gitarre, Schlagzeug, Klavier und Altsax und spricht 5 Sprachen. Also 5 mehr als ich in dem Fall. Kurzer Flex. Er hat insgesamt 27 Mal Jugendmusiziert gewonnen und hat mit Nico Santos bei Kika beim Nachwuchswettbewerb seinen eigenen Song performt. Seine aktuelle Single, Two Dumb Kids. Noch Fragen? Nö? Besser ist es. Kommt es ungefähr hin? Auf jeden Fall. Ja, nur Nico Santos wird sauer sein. Hey, Nico ist nicht so gemeint, Zwinki Zwinki. Ja, ich habe mir überlegt, so, ich weiß ja gar nicht so richtig, wo ich bei dir anfangen soll, weil es einfach so wahnsinnig viel gibt, worüber man reden kann. Also deine komplette Vergangenheit, so mit den ganzen Instrumenten, die du gelernt hast, dann die Geschichte mit deinem Song. Auf ja. Kika, dann haben wir die TikTok-Geschichte, dann warst du plötzlich ja. mit den Backstreet Boys auf Tour. Ja, so, und Digga, du bist erst 19. was glaubst du, wie viele Leute fühlen sich da jetzt schlecht, die zuschauen und denken so, puh, ey, 19, ich habe da noch nicht so viel erreicht. Ach Quatsch, also ja, jeder nimmt seine Zeit so, wie er braucht. Aber tatsächlich ist so bei mir, dass so viele Leute sagen, so, hey, ist voll geil, dass du schon das gefunden hast, worauf du Bock hast. Und es merkt man aber selber immer gar nicht so sehr, wenn man da drin ist. So, weißt du, ich meine, wenn man so einfach sein Ding durchzieht. Ich meine, ich habe zum Beispiel jetzt auch mit Sony unterschrieben, werde ich noch, also vorm Abi noch. Das heißt, ja. ich habe quasi direkt nach dem Abi normal weitergemacht. Und deswegen habe ich das gar nicht so richtig gemerkt, dass es mein Beruf ist sozusagen. Ja. Und dann kamen immer so Leute, die gesagt haben, ja, ich finde es mega krass, dass du dein Ding schon gefunden hast. Und dann habe ich erst gemerkt, wie viel das eigentlich wert ist. So. Und deswegen ja. Bin ich da sehr happy. Sehr geil. Ich würde einmal gern kurz deine aktuelle Single Two Dumb Kids einspielen, damit auch jeder weiß, damit auch der Letzte weiß, was für eine Musik du machst. Geil. Gefühl, dass du jetzt schon alles erreicht, über das werden wir jetzt gleich nochmal detaillierter sprechen. Ist schon ein Album auch in Planung? Ich hoffe, also aktuell ist es noch so, dass wir sehr viele neue Songs schreiben und auch schon geplant sind und dann erstmal auf ein Album hinarbeiten. Man muss ja auch so ein bisschen seinen Sound finden, aber grundsätzlich habe ich auf jeden Fall sehr Bock auf ein Album. Mal gucken, wie lange, wann es kommt. Ja, viele werden dich durch TikTok kennen, durch deine Mashups, die du da vor allem machst. Ja. Hast du dir mal darüber Gedanken gemacht oder hast du Sorgen, dass die Leute, die dir auf TikTok wegen deinen Mashups folgen, nicht deine Musik feiern? Tatsächlich eher weniger. Also ich meine, ich denke mir so, das Gute ist an den Mashups ist, dass trotzdem irgendwie was Kreatives dabei ist. Also ich mache ja trotzdem, es ist nicht einfach nur ein Cover, sondern es ist irgendwie, dass ich mehrere Songs irgendwie zusammenpacke und dadurch hat man irgendwie was Neues für die Leute. Das heißt, die können entweder sagen, ey, ich bin irgendwie verwirrt, weil ich das nicht kenne, ja. oder ich find's geil, weil es irgendwie neu und fresh ist. Ja. Und von daher, ich glaube, das ist dann etwas, was mir auch eher gezeigt hat, okay, wie muss ich Content createn, damit eben etwas viral geht und das hilft mir, glaube ich, eher. Von daher braucht es nur den richtigen Song. Komm, jetzt Tipp, wie muss man Content createn, damit man viral geht? Also ich bin tatsächlich immer jemand, der sich da sehr Gedanken macht, so wo bleiben die Leute wirklich dran? Also ich glaube, yeah. das ist so das Wichtigste, sich zu überlegen, was würde man sich selber anschauen und was ist wirklich etwas, was sich jemand bis zum Ende anguckt. Und da halt immer wieder neue Formate überlegen, warum sollte jemand das Video bis zum Ende angucken? Und wenn es einfach zu schlecht ist, dann hatte ich auch schon so viele Videos, die nicht gepostet wurden, weil ich mir dachte, ich würde mir das niemals bis zum Ende angucken, da langweile ich mich. Du warst letztes Jahr bei der großen Reunion der Backstreet Boys ja. mit als Support unterwegs. War das eigentlich nur in Berlin oder war das auch in anderen Städten noch? Warst du noch in anderen Städten am Start? Genau, also wir waren in Deutschland am Start, in relativ vielen Städten, ja. auch in München zum Beispiel. Ja. Das war voll geil, weil da hatte ich vor 3 Jahren Bruno Mars gesehen, ja. in Falle, und dann stand ich da, das war crazy. Und dann waren wir noch in der Schweiz und Belgien. Okay. Genau. Wusstest du, wer die Backstreet Boys sind, als die Anfrage kam? Natürlich. Wer kennt dich, die Backstreet Boys? Ich habe es mir echt überlegt, so, weil ich meine, keine Ahnung, selbst, also ich habe die schon natürlich immer so auf Partys erlebt und so, ja. diesen riesen Hype, den die Backstreet Boys hatten. Ja. war vor mir so und deswegen war ich echt so unsicher, ob man die noch kennt. Das stimmt, also ich war tatsächlich überrascht, oder was heißt überrascht, ich fand es einfach krass, dass die noch so viele
oder große Arenen ausverkauft hatten, auch in Deutschland und so und international. Die DNA World Tour ist ja riesig, wie viele Shows die machen. Ich glaube, wo ich dann eingestiegen bin, war dann deren, was weiß ich, 200. Show oder sowas. Und das ist halt crazy und alles nur ausverkauft. Also das muss ich sagen, hätte ich wahrscheinlich eher nicht gedacht. Ja. Aber die Songs vor allem halt kannte ich. Und dann so im Publikum 10.000 45-jährige Menschen es von war früher. Tatsächlich gemischt. Also es waren natürlich schon auch einige Fans, die halt von früher noch am Start waren. Und, aber es gab auch echt viele Junge, die ja wahrscheinlich von den Moms vielleicht oder so Eltern mitgenommen wurden. Von daher, es war tatsächlich schon auch echt ein gemischtes Publikum. Es waren Sitzplätze teilweise, gell? Ja. Sind sie bei dir aufgestanden, die Leute? Ja, schon. Geil, sehr gut. Du spielst sehr viele Instrumente und du hast bei Jugend musiziert. Mitgemacht. Ja. Schulprogramm. 27 Mal Jugend musiziert, du bist 19. Ja. Hast du mit minus 8 angefangen? fast. Nee, da gibt es tatsächlich eine witzige Story. Und zwar ist es halt so angefangen, ich habe mit Schlagzeug war ja mein erstes Instrument und dann habe ich Klavier als nächstes angefangen. Und dann, da sind wir quasi gerade von Amerika nach Deutschland gezogen. Ja. Und da habe ich so ein halbes Jahr Klavier gespielt gehabt zu dem Zeitpunkt. Und dann kamen wir hier an und haben von diesem Wettbewerb mitbekommen. Ja. Sind wir zu meiner Klavierlehrerin gefahren. Oder zu einer Klavierlehrerin gefahren und meinten, kriegst du es hin, dass ich in einem halben Jahr, oder es war weniger, ein paar Monate nur, bei Jugend musiziert mitmache und den ersten Preis gewinne. Kriegst du das hin? Also ich konnte wirklich eigentlich noch gar kein Klavier spielen. Der Druck lag komplett bei der Klavierlehrerin. Genau, wir sind dahin und ich meinte ich will das schaffen, kriegen wir es hin. Meinte sie, ja, musst halt viel üben so. Ja. Und dann haben wir es tatsächlich hinbekommen und deswegen war das tatsächlich relativ... Wie alt warst du da? Ich glaube, da müsste ich wahrscheinlich... 8 oder 9, sowas. Da schon so einen Ehrgeiz gehabt. Ja. Crazy, okay. Ja. Und aber trotzdem, 27 Mal, ist es mehrmals im Jahr oder hast du einfach mit allen Instrumenten, die du spielst, dann teilgenommen? Ha, der Levin kommt schon wieder. Ich habe dann tatsächlich auch in mehreren Jahren halt mit mehreren Kategorien mitgemacht und halt immer so die Instrumente, die halt waren. Also wenn ich irgendwie Klavier, Schlagzeug oder Saxophon war, habe ich eigentlich fast immer mitgemacht. So. Und immer gewonnen. Und die anderen Jahr für Jahr dachte ich so, okay, hey, fuck it, let's go, ich geh nach Hause. So. Ich hab am besten gegeben. Gab's irgendwann mal was anderes außer Musik bei dir? Ich wollte früher mal Pilot werden, obwohl ich Flugangst hatte. Beste Voraussetzung, würde ich mich sofort ins Flugzeug reinsetzen zu dir. Ja klar, warum nicht? Flugangst heißt jetzt, wenn du jetzt in Urlaub willst so. Jetzt geht's wieder. Drin sitzen? Nee, es war irgendwie so eine Phase, also als kleines Kind gar nicht. Dann eine Zeit lang hatte ich es eben und jetzt eigentlich auch nicht mehr. Dein Song bei Kika. Dein Mentor damals war Laith Aldean. Und zwar habe ich 3 Videos vorbereitet. Okay. Das ist Levin mit wie vielen Jahren? 10 müsste das gewesen sein, oder? 10, 11, sowas rum. Ja. People tell me things that I already know. First they tell me story. Das ist einfach komisch mit dem Mikrofon und dann mit den Kopfhörern. Man hört sich dann selber und es ist irgendwie anders als zu Hause. Aber den Song hast du ja auch schon selber geschrieben. Das war der erste Song, den ich geschrieben habe, Mit 10. Ja. Ich glaube, Laith Aldean ist super neidisch geworden. Und er war ja dein Mentor sozusagen. Ja. Im nächsten Video, wenn du einmal so rüberswipest, sagt er, wie er dir helfen kann. Ja. Du, wenn es vielleicht irgendwie singmäßig ein paar Sachen gibt, bei der ich irgendwie helfen kann, sehr, sehr gerne. Ich glaube, du hast bestimmt relativ klare Vorstellungen, was du an ein paar Stellen mal ausprobieren möchtest. Mhm. Wenn es irgendwas zu spielen gibt, wo ich helfen kann, mache ich das auch. Also wir schmeißen mal alles zusammen, was wir haben. Ja. Also um es kurz zusammenzufassen, er sagt dir, wenn es irgendwas gibt, wo er beim Singen oder beim Spielen dir helfen kann, sollst du es ihm sagen. Ja. Was macht der 10-jährige Levent? Er sagt, Beatbox doch bitte mal für mich. Zu Laith Aldean, einem der Popsänger Deutschlands, sagst du, er soll Beatboxen. Ja. Und folgendes passiert. Levent wünschte sich dann, dass ich so eine Art Beatbox darüber baue. Junge, das ist krass einfach. Just do some rapping, man. Ja, ja. Ich meine, du bist ein zuckersüßes Kind, so. Du bist bis 10, aber Laith Aldean. Ich glaube mal, du hast ihn wirklich in eine Situation gebracht. Ich frage mich, was hast du dem armen Mann angetan damals? Ich weiß es auch nicht. Willst du dich vielleicht jetzt bei ihm entschuldigen? Wahrscheinlich müsste ich mich mal entschuldigen. Ich habe immer alles gesagt, was mir im Kopf kam. Deswegen, ich war immer sehr... ich hatte, glaube ich, einfach Bock. Also ich war da echt... echt hyped und das war natürlich für mich auch echt neu, so diese ganze Studioerfahrung und da wollte ich auch natürlich das Beste rausholen. Ja. Und ich glaube, das habe ich irgendwie auch probiert zu schaffen.
Hey, sensationell. Ich finde super. Also vielleicht irgendwann die Rap-Karriere von Levent Geiger nochmal aufnehmen. Mann, ja, Mann. Dann aber vielleicht nicht mit Laser Dean als beatboxender Mensch im Hintergrund, weil ich glaube, das funktioniert nicht. Okay, ihr Boomer, ihr weigert euch auf TikTok zu sein, dann kommt TikTok jetzt zu euch. Hier ist Levent Geiger. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you and I cannot change you so. And now it's like, baby, 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 I'm like, baby, 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 no, I'm like, baby, 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 oh, thought you'd always be mine. Let it go, let it go, can't hold it back anymore. Let it go, let it go, oh, atemlos durch die Nacht. Spür, was Liebe mit uns macht. Atemlos, schwindelfrei. Großes Kino für uns zwei. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, so put your hands up. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, put your hands up. Always had high, high hopes for a living. Shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision. Always had high, high hopes.